Hallo Leute und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima, der mittlerweile 39. Folge. Und Leute, heute ist Premiere, die erste Folge, die mit der PS5 aufgenommen wird. Ja, ihr habt es richtig gehört, ich habe es endlich bekommen. Also wenn ihr das Video seht, habt ihr es natürlich schon länger, weil ich tue ja immer ein bisschen vorproduzieren. Aber das heute wird die erste Folge mit der PS5. Ich freue mich schon richtig drauf und man merkt auf jeden Fall schon, ich habe schon ein bisschen getestet, es läuft alles viel, viel flüssiger. Also ich denke mal, dass jetzt auch die 60 FPS haben. Vorher waren es ja nur 30. Und ja, ist richtig schön sauber und flüssig. Geile Sache. Und schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Wollt ihr von der PS5 vielleicht mal, ja, so eine Art, weiß ich nicht, so Menüüberblick sehen oder irgendwie so, dass ich euch ein bisschen das Menü von der PS5 zeige oder sagt, ach komm, das haben wir schon tausendmal auf YouTube gesehen. Gibt es ja auch schon so viele Videos davon. Also weiß ich jetzt nicht, ob ich da nochmal eins machen sollte oder nicht. Aber jo. Wenn ihr Bock drauf habt, sagt einfach Bescheid. Also ich könnte es jederzeit machen. Gut, jetzt würde ich sagen, ich habe jetzt da schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. Schauen wir mal, was wir hier machen. Die 6 Klingen des Kojiro. Da fehlt uns aber noch der hier. Also den machen wir jetzt noch nicht. Was haben wir jetzt hier auf der Karte noch offen? Also wir könnten hier die Geschichte weitermachen. Nachricht im Blut. Oder hier hätten wir auch noch was. Die Flusskinder. Hier unten hätten wir noch was. Da drüben hätten wir noch was. Komm, ich würde sagen, dass wir hier vielleicht weitermachen bei den Flusskindern. Und dann könnten wir uns hier rüber arbeiten. Genau. Das, glaube ich, hört sich nicht schlecht an. Ich muss eh, glaube ich, wieder erstmal ein paar Minuten zocken, dass ich wieder ein bisschen reinkomme in die Steuerung. Komm, wir markieren mal und machen mal eine Schnellreise dahin. Ladezeit, muss ich sagen, habe ich jetzt eigentlich nichts gemerkt, dass es ja vielleicht ein bisschen schneller ist. War eigentlich auf der PS4 eigentlich auch schon ziemlich schnell, also auf der PS4 Pro. Aber so, das ist, oh, das läuft richtig schön geschmeidig jetzt. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der FPS-Spieler, muss ich sagen. Also, mich haben jetzt die 30 FPS vorher eigentlich auch nicht gestört. Aber wenn man dann das gleiche Game dann mal in 60 spielt, ja, das ist schon ein Unterschied, ist schon geil. So, ich mache mal das Bildmachgerät an, Leute. Und dann, das funktioniert auch alles, sehr schön. Gehen wir mal in die Richtung. Also irgendwie sieht es sieht auch irgendwie klarer aus, oder kommt mir das bloß so vor? Ich weiß es nicht. Vielleicht bilde ich mir das auch bloß ein bisschen ein. Echt geil. Gebe der Fischehütte den Gerüchten auf den Grund. Okay, wir schauen mal. Ich mir erstmal schnell den Bambus hier. Noch ein paar Vorräte. Ich werde dann auch mal zur nächsten Zeit irgendwann mal das Astros Playroom spielen. Mal schauen, wie das dann von dem DualSense Controller ist. Mein Herr! Es ist noch da draußen! Es kam des Nachts. Habt ihr es gesehen? Ganz ruhig. Wie ist euer Name? Shino, mein Herr. Shino, sagt, was habt ihr gesehen? Ein Flusskind. Ein Kappa. Ein Dämon? Kappa. Seid ihr sicher? Wie in den Geschichten, die mein Vater erzählte.
Ein Monster im Fluss. Clownspuren im Boden. Ihr habt Glück, dass ihr noch lebt. Ich blieb. Und mein Vater ging, um das Körper zu verjagen. Dann hörte ich ein Platschen und Schreie. Ich werde nach ihm sehen, Shino. Bleibt hier. Bleibt weg vom Wasser. Oh, der Sound ist auch viel. Der ist irgendwie auch besser. Seid vorsichtig, Herr. Also richtig. Die sind hungrig. Also richtig bassig irgendwie. Krass. Umgeworfen. Jemand hatte es eilig. Angebissener Fisch. Da war jemand ausgehungert. Heftig, der Sound. Das ist vorher gar nie so rübergekommen. Spuren könnten von Menschen oder Tieren sein. Sie führen in den Fluss. Untersuche das Flussufer. Was an meinem Bein? Die Spuren gehen weiter. Sehr, sehr leichte Spuren. Heftig der Sound. Das muss Shinos Vater sein. Die Schnitte sind primitiv, aber sauber. Vielleicht von einer Klinge. Vielleicht gibt es Spuren des Mörders. Mehr Spuren. Jetzt ins Gras rein. Dieser Geruch, gegrillter Fisch. Ja, sind ziemlich leicht. Ich bin, die übersieht man, glaube ich, recht schnell. Kommt her und kämpft! Das war kein Diebe und Mörder. Auch eine Art Monster. Sicher, Shinos Vater bestohlen. Hosen geschissen hier. Okay, wir schauen mal. Eine Flöte. Hat wohl Shinos Vater gehört. Trockenfisch. Flöte, eine einfache, von Hand gefertigte Flöte, die Shinos Vater von Banditen gestohlen wurde. Ein paar Steine. Ich werde sie ihr bringen. Sprich mit Shino. Okay.
Vater. Tut mir leid, Shino. Das Kappa hat ihn getötet. Kein Kappa. Diebe. Nein. Nur ein Dämon wäre zu so etwas fähig. Verzweiflung kann aus den besten Männern Dämonen machen. Könnt ihr irgendwo Zuflucht finden? Akashima. Meine Tante ist dort. Hat die eurem Vater gehört? Ja. Er kommt mit mir nach Akashima. Vielen Dank. Ich werde bald aufbrechen. Die Flusskinder abgeschlossen. Okay, schauen wir auf die Karte. Wir könnten eigentlich hier einen Haufen. Eins von neun. Oh, das ist eine lange Geschichte wieder. Wie viel hat er hier? 5 von 9. 4 von 4 machen wir hier weiter. Eigentlich ist es wurscht, weil wir müssen sowieso das alles fertig machen hier. Und porten wir schnell hierher, dann könnten wir uns nochmal die Geschenke abholen. Norio ist hier, aber kein... Okay, zeigt es mir praktisch die Trophäen an, die nächsten oder keine Ahnung. Gespräch von anderen Menschen. Ich suche Rutschi und die anderen Mönche und bringe sie in Sicherheit. Die Invasoren werden unsere Arbeit hier nicht aufhalten. Gut, machen wir gleich hier weiter. Sakai, Norio, wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Rutschi und seine Anhänger kamen vom Zedern-Tempel, um die Heiler im Dorf auszubilden. Die Mongolen entführten sie. Sonst nahmen sie nichts. Rutschi ging friedlich mit, da verschonten sie das Dorf. Abschlachten wäre sich wert. Unterwerfung belohnen. Kutuns Lieblingstaktik. Er hätte nicht mit ihnen mitgehen sollen. Er opferte sich selbst für das Dorf. Sie werden zurückkommen. Er hat das Ende nur hinausgezögert. Dann ist es gut, dass ihr und ich hier sind. Der letzte Kriegsmönch. Wisst ihr, wo sie hin sind? Sie ritten an den Teefeldern vorbei. Suchen wir ihre Spuren. Gehen mit Norio zu den Teefeldern. Zuerst das mit dem Abt in Kushi. Jetzt entführen sie Hochi und seine Mönche. Die Kriegsmönche des Zedern-Tempels sind mutig. Die Mongolen sehen euch zu Recht als Gefahr. Sie kamen hier, an den Teefeldern entlang. Sucht nach Spuren. Nehmen Sie erstmal das hier mit. Leder. Nimm die Spuren der Mongolen auf. Okay, aber wo? Fallenstelle. Ich muss praktisch irgendwas
Mikrofon ein bisschen weg. Ich hoffe, ihr hört mich noch ein bisschen, aber so ist es bequemer. Wahrscheinlich irgendwo was untersuchen. Ich gehe mal ein bisschen raus und müsste mir sagen, dass ich umkehren soll. Okay. Hat er was gefunden? Jo, schaut so aus. Sie sind in Richtung Sumpf. Kommt! Denkt, als würdet ihr und Hodgi euch kennen. Hodgi beschwerte sich immer, dass mein Bruder zu kampflustig sei. Was für ein Mönch ist Hodgi? In Sago waren die Leute furchtbar krank. Ihre Gesichter und Glieder verfault. Jeder mied sie, nur Hodgi. Er lebte... Mut zeigt sich in vielen Formen. Hodgi glaubt, Kriegsmönche sind voller Wut und Hass. Aber wenn ich meine Naginata schwinge, opfere ich die wenigen, um die vielen zu machen. Das tue ich ohne Hass. Okay. So, die Fußspuren gehen hier lang. Da unten sind auch schon welche. Da sind sie. Bleibt hier, Norio. Nicht, dass die Mönche zwischen die Fronten geraten. Fertig jetzt, oder? Okay. Bald seid ihr frei. Tut mir nicht weh! Halt! Bitte! Seid ihr der Samurai, der wieder auferstanden ist? Ist Hodgi bei euch? Hodgi? Nein. Hodgi. Aber einer von uns ist entkommen. Die Eindringlinge haben ihn verfolgt. Sie kommen sicher gleich wieder. Fürst Sakai, Mongolen auf der Straße! Norio, ihr lebt! Zurück, alle Mann! Ei. Geht doch.
mich erstmal hier ein bisschen einsammeln. Kunai ist immer gut. So, was ist jetzt? Ist jemand verletzt? Uns geht es gut, mein Herr. Wo ist Hochi? Eine andere Gruppe hat ihn. Norio. Sie kannten Hochis Namen. Und sie erwähnten den Zedern-Tempel. Fürst Sakai. Warum sollten Sie Hochi vom Rest trennen? Weil er der beste Heiler ist. Sie brauchen ihn vielleicht. Und er ist gern mal vorlaut. Ihr meint, er hat Sie verärgert. Ich kenne Hochi. Ja. Zieht keine voreiligen Schlüsse. Zunächst einmal müssen wir ihn finden. Ich werde herausfinden, wohin Sie ihn gebracht haben. Wir sehen uns dann in Akashima. Wir finden ihn, Norio. Okay. Erster Teil abgeschlossen. Werden wir aber gleich weitermachen. Mal eine kleine Schnellreise hin. Kurzbogen, was können wir hier machen? Können wir das kostet so viel Geld. So viel Geld, sage ich schon. So viel Vorräte. Na, da warten wir noch. Ihr habt meinen Dank. Fürst Sakai. Norio. Wir waren alle um Hochi besorgt. Sie brauchen eine Pause. Solche Augenblicke sind derzeit selten. Ich war mal wie Sie. Ich bin nicht mehr der gleiche Mann wie in der Nacht vor Komoda. Wie schlimm war's? Komoda? Schlimm. Wir verloren alle. Der Strand war von Blut durchtränkt. Der Sand. Wie Brei. Ein albtraumhafter Anblick. Wir ritten Richtung Süden. Bis in die Nacht. Ein Sturm zwang uns anzuhalten. Auf einem Gehöft schliefen wir etwas. Schreie rissen mich aus dem Schlaf. Das Haus in Flammen. Plündernde Mongolen. In Ketten kamen wir nach Kaneda. Nachdem wäre ich lieber im Kampf gestorben. Ich ahne, wo sie Hochi festhalten. Wollt ihr jetzt gehen? Ja. Drei Taten und drei Illusionen. Wo gehen wir hin? In ein Küstenlager. Mongolenschiffe auf dem Weg nach Norden holen dort Vorräte und Gefangene. Auf hoher See werden wir ihn verlieren. Fürst Sakai, was macht ihr, wenn das alles vorbei ist? Ich hoffe, ich kann irgendwann heimkehren. Neu anfangen. Ich wünschte, so ginge es mir mit meinem Tempel. So lange war mein Weg klar vor mir. Dem achtgliedrigen Pfad folgen. Eine Familie gründen. Dem Zedern-Tempel dienen. All das könnt ihr immer noch tun. Ich ging wegen meines Bruders in den Tempel. Und stellte mir immer vor, wie meine Kinder und Angels Kinder gemeinsam aufwachsen. Unsere Frauen werden befreundet. Die Mongolen haben nicht alles genommen, Norio. Eines Tages sind sie fort. Und ihr habt euer Leben noch vor euch.
Es ist nicht mehr nur mein Leben. Ich muss für Enjo und die anderen gefallen, Mönche. Empfindet ihr nicht ebenso für die Samurai von Komoda, als wäret ihr ihnen schuldig? Manchmal. Als müsse mein Leben für 100 Samurai zählen. Doch das erscheint mir unmöglich. Vielleicht ist es das. Mein Leben vor der Invasion. Sieht alles so klar aus, ich weiß auch nicht. Oder wie die Kindheit. Vielleicht empfindet ihr in 20 Jahren dasselbe für diesen Augenblick. Fürst Sakai, ich sagte doch, Hochi sei entschieden gegen Gewalt. Nur er sei anderer Meinung als die Kriegsmönche. Er hasst alle Waffen. Auch eure und meine. Er kann mich belehren, so viel er will, wenn er sicher in Akashima ist. Okay, da hinten scheint eine Burg zu sein oder so. Wir nähern uns dem Lager. Wir brauchen einen Überblick über das ganze Lager. Was ist mit dem Kornspeicher? Gut, schnell. Wir müssen Hochi finden. Die Mongolen halten da jemanden fest. Hochi. Er muss es sein. Wenn ich allein gehe, kann ich unbemerkt zu ihm gelangen. Okay, was soll man machen? Eine Signalkanone. Ich könnte sie auslösen und sie ablenken. Und ich hole Hochi raus. Ich suche Hochi und treffe euch dort. Wartet okay. Nicht auf mich. Bringt Hochi zurück ins Dorf. Ich komme zurecht. Wir sehen uns dann alle in Akashima. Feuert die Signalkanone ab. Ich hole Hochi. Sucht Zuflucht bei Amida Buddha, mein Herr. Zeigt mir, was ihr könnt! Scheiße, dass die alle den Helm auf haben. Schauen wir mal, wo wir das Boot rum können. Hier noch irgendwas? Ah, jetzt Vorräte. Gut gemacht, mein Freund. Das dürfte die Mongolen aufscheuchen. Nicht! Geht doch! Geht doch, egal! Was ist hier los? Wer seid ihr? Mein Freund, wir müssen weg. Ich kann nicht weg. Die Mongolen bringen mich zum Zedern-Tempel. Die Menschen dort brauchen Heiler. Dringend. Dafür ist keine Zeit. Tut mir leid, aber ich muss hier bleiben. Jin! Hochi! Norio? Was macht ihr denn hier? Der Alarm hat einen Plünderertrupp angelockt. Sie sind ganz nah. Verdammt! Bleibt zurück, Hochi. Wir halten sie euch vom Leib. Norio, zieht eure Klinge.
Gar nicht. Ich werde dich manieren. Alter. Hä? Warum Spielaufzeichnung? Sind die anderen bei euch, Norio? Ah, ich glaube, das könnte wegen der Trophy sein. Weil auf der PS5 ist es ja neu jetzt, dass man, wenn du jetzt eine Trophy freischaltest, dass es dann irgendwie aufgezeichnet wird. Alle sind fort. Nur ich bin hier. Tut mir leid. Ich wünschte, die Blutbäder wären vorbei. Die Mongolen suchten nach mir. Ich ergab mich, um Leben zu retten. Woher wussten Sie, wie Sie euch finden? Sie wussten, ich war in Akashima. Und ich sollte zum Zedern-Tempel zurückkehren. Sie brauchen einen Heiler. Ihr wolltet die Verwundeten des Feindes behandeln? Ob Mongolen oder Japaner, wir alle leiden. Einige verdienen es. Doch das heißt, ist der Zedern-Tempel gefallen? Ich weiß nicht. Norio, bringt Hochi zurück ins Dorf, bevor die Verstärkung ankommt. Sie werden Rache wollen. Ich komme nach und wir machen einen Plan. Drei Taten, drei Illusionen abgeschlossen. Und damit würde ich auch sagen, ist jetzt auch schon die Folge abgeschlossen. Wir schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht mit Norio. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja. Genau. Erstes Gameplay auf der PS5, Leute, Ghost of Tsushima, schön für sich mit 60 FPS und ich glaube, dass wir hier natives 4K haben, also nichts irgendwie hochskaliert oder so. Ich weiß es aber nicht genau, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, muss ich sagen, aber es sieht auf jeden Fall alles viel, viel klarer aus und ich bild mir das ein. Ich weiß es nicht, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da ein bisschen besser Bescheid wisst. Aber es läuft auf jeden Fall flüssiger. Genau, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.